Okay, es geht weiter. Oh, das ist nicht das Ende, wenn überhaupt. Dann ist es der Anfang. Ja, speichern. Und es geht manchmal weiter. Wir haben schon 18 Stunden gespielt. Ich glaube eher nicht, aber... Achso, das sind 42 Minuten. 42 Minuten oder 42 Stunden? Schau mal, 42 Minuten. Rinderteufel in Schwierigkeiten. Hochzeitskleid in Flammen. Okay. Chichi, ist das der richtige Weg zum Schloss des alten Mannes? Son Goku, er ist mein Vater, kein alter Mann. Und außerdem ist er auch dein Vater. Hä, wieso das? Dein Schwiegervater, wenn wir verheiratet sind. Wow, Mann, der Rinderteufel wird mein Vater, was? Das ist schräg. Tja. Ach, wieder die Zähne. Aber ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Ich hätte nie gedacht, dass du so stark werden würdest. Kein Wunder, dass ich dich für den perfekten Ehemann halte. Und? Du erinnerst dich immer noch nicht an mich, oder? Ich bin Chichi, die Tochter des Rinderteufels. Chichi? Ah, jetzt erinnere ich mich. Oh Mann, ich habe das echt vergessen. Ich habe gesagt, ich heirate dich. Puh, endlich. Jetzt ergibt das Sinn. Ich dachte, eine Ehefrau ist was zu essen oder so. Du bist so ein Vollidiot. Ach ja, versprochen ist versprochen. Okay, heiraten wir. Ja, genau. Wir machen Babys. Junge, heiraten klingt echt verrückt. Ah, das ist das Schloss. Dieser Son Goku ist so ein dämlicher Teufel. Schloss des Rinderteufels. Kann ich mich frei bewegen? Ist da was vielleicht? Nein. Schade. Okay, gehe ich mal rein und besuche mal meinen alten Herrn. Yay! Übrigens, Son Goku, ich glaube, es wäre am besten, wenn ihr bald eine Hochzeitszeremonie abhalten. So sah er im Anime nicht aus, Leute. So sah er nicht aus. Hä? Ja, eine Zeremonie, die des tollsten Schwiegersohns, den ein König jemals haben kann, würdig ist. Oh, wir brauchen keine. Das wäre so peinlich. Stimmt, Son Goku? Mir ist beides egal, aber... Chichi, es gibt etwas, das ich dir zeigen möchte. Oh. Schatzkammer. Was suchst du, Papa? Ah, da ist es. Hier, sieh mal. Hä, was ist das, Papa? Ein Koffer. Ein wunderschöner Koffer. Yeah, wunderschönes Kleid. Wow. Sieht lecker aus. Ist das schön, Papa? Es ist ein Hochzeitskleid. Deine Mutter hat es getragen, als wir heirateten. Mama, ja? Ich bewahre es hier als Erinnerung an die Gute auf. Eines der Erbstücke meiner Mutter. Chichi, ich möchte, dass du dies an deinem großen Tag für mich trägst. Oh Papa, wir müssen sofort eine Zeremonie abhalten. Ich kann es nicht erwarten, das Hochzeitskleid zu tragen. Legen wir los, sofort. Ich bin allzeit bereit, hä? Son Goku? Chichi, musst du wirklich dieses Kleid tragen, um zu heiraten? Klar doch. Kein Grund zur Eile, Chichi. Wir brauchen die Hilfe der Dorfbewohner, wenn wir die größte Hochzeitszeremonie im Land abhalten wollen. Okay, Papa. Okay, was geht ab? Ihr Rinderteufel, denkt nach. Meine Damen und Herren, danke für euer Erscheinen. Ich meine dafür, dass ihr euch Zeit in euren vollen Terminplänen genommen habt, um zu unserer Hochzeit zu kommen. Ich sehe keine Gäste, aber egal. Haha, perfekt. Meine Hochzeitsansprache wird toll. Jetzt brauchen wir nur noch nur noch gutes Wetter. Wow, ein Erdbeben. Boah, meine Augen tränen voll, weil ich jetzt eine Brille trage. Son Goku, ich habe mein Hochzeitskleid in Papas Zimmer vergessen. Chichi! Feuer! Warte, zieh mal das aus. Okay, so sieht's besser aus. Ich kümmere mich um das Kleid, Son Goku. Bring du Chichi für mich hier raus. Oh, ich dachte, ich brauche die Brille. Papa! Son Goku! Verstanden. Okay. Boah, Mann, ist das heiß. Ich kann nicht näher ran. Rinderteufel. Hallo, ich will ein bisschen Action. Yeah. Gigi, bist du okay? Son Goku, benutze den Kamehameha. Ja, den, glaube ich, würde ich mal sagen, um die Flamme zu löschen. Verstanden? Kamehameha.
Warte, wenn ich es mir recht überlege, lasse Son Goku. Wieso? Du wirst das ganze Schloss in die Luft jagen, wie es Muten Roshi schon getan hat. Son Goku. Keine Sorge, okay, ich mache das nur so stark, dass das Feuer ausgeht. Ha! Son Goku! Mann, was für ein Inferno. Warte, ich weiß. Jinno-jun. Chi-Chi, du wartest hier, okay? Ich werde ihn retten. Ach du Scheiße, da verreckt ja da. Oh Mann, das ist kein gewöhnliches Feuer. Rinderteufel. Oh, Son Goku. Rinderteufel, bist du okay? Son Goku, nur der Banshu-Fächer kann diese Flammen löschen. Hä, der Banshu-Fächer? Fächer? Ja, er ist der größte Fächer der Welt. Von wo kommst du denn? Wedle einmal mit ihm für einen heftigen Windstoß. Wedle zweimal vier Wolken und dreimal vier Regen. Ach, aber Muten Roshi hat ihn weggeworfen. Er hat ihn als Topflappen benutzt und er wurde ganz dreckig. Das ist mir egal, Son Goku. Du musst diesen Bandschuhfächer für mich finden, bitte. Aber wo könnte er sein? Ich habe keine Ahnung. Moment. So wie ich gehe, wenn ich so feststecke. Das ist es, Wahrsagerin Baba. Chi-Chi, ich werde Baba suchen, okay? Son Goku. Okay, kann ich mich jetzt bewegen? Okay, jetzt muss ich raus. Ich muss zu Baba. Aber ich kann auch dahin gehen. Oder dahin. Oder dahin. Aber wo ist der Rinderteil? Westliche Hauptstadt. Einfach einen kleinen Abstecher machen und er soll da irgendwie verrecken. Egal. Kapselshop, okay. Hallo, ich weiß, okay. Energiering, ja. Yep. Gummistiefel. Okay, das ist teuer. Ich habe sowieso gerade momentan nicht viel Geld, würde ich mal sagen. Hotel. Ich hasse es, wenn Leute hier Autos parken. Ich glaube, ich male Graffiti drauf. Unruhestifter hier. Das Glas ist gefroren. Du kannst nicht hineinsehen. Was willst du machen? Okay. Ich halte einfach den Verkehr auf. Okay. Was machst du da? Danke, drücke für eine aktive Abwehr den Knopf in dem Moment, in dem der Gegner angreift. Wenn das richtig macht, bekommst du erhöhte Resistenz gegen Gift und Objekte. Es ist ein Versuch wert. Und Katze? Miau! Wieso bleiben die alle stehen? Ich will nicht einsteigen, ihr verdammten Pädophilen. Das ist eine Hundehütte, okay. Kann ich also auch da rein? Ja, ist nicht besonders nett. Capsule Corp Corporation? Hey! Wollen wir, was geht ab? Oh, perfekt, ich wollte dir das hier geben. Leere Kapsel, Alter. Du kannst nun Kapselschnurzugriffe, was? Pass darauf auf, okay? Hä, was? Leere Kapsel bekommen, okay. Okay, dann gehe ich erstmal da rein. Wer bist du denn? Schön, dich wiederzusehen. Sieht ja toll aus. Ihr alle wollt mich da nie besuchen. Ehrlich, ich fühle mich einsam, weißt du? Wer bist du denn? Hey, wer ist die Frau? Was machst du da? Wir sind hier an einem sicheren, sauberen Ort. Ja. Okay. Das ist eine Truhe. Ich schlafe, lass mich in Ruhe. Okay, aber wieso antwortest du dann? Ausweichzeichen. Okay. Erstmal eine Erkundungstour hier machen und alles angucken. Geht es dir gut? Ich bin fit wie ein Turnschuh. Haha. Katze? Wer bist du denn? Ah, das hier ist mit dem verbunden und das mit dem da drüben. Okay, ich verstehe das nicht. Wie funktioniert das Ding? Das ordentliche Bücherregal ist voller schmutziger Bücher. Z-Kombo und Memo. Geist-Untertaste erlangt. Okay, ich habe irgendwas bekommen für etwas. Okay, ich glaube, es lohnt sich mal alles zu untersuchen. Ja.
Ich wusste es doch. Alles untersuchen hilft immer. Okay, hier gibt's dann wohl nichts. Ist ja gut, dass ich hier war. Okay, gehen wir mal. Warte, können wir eigentlich noch weiter irgendwo hin? Ah, da können wir noch runter. Aber das mache ich auch mal. Hey, was geht ab? Klar bin ich neidisch auf die kleinen. Hey. Also hier gibt's eine kleine Mission. Die. Ja, ich renne. Okay, da sieht man auch. Boah, mir ist schwindelig. Dann hör auf. Hm, hier hat jemand wohl sein Müll nicht aufgehoben. Rede mit mir. Wuff, wuff, wuff. Und du, Frau? Hey, bist du frei, oder? Könntest du etwas von meinem Müll aufsammeln? Ja, könnte ich machen, aber gib mir einen Müllsack oder so. Ich fasse doch nicht mal meine Händen an. Wer bin ich denn? Hallo? Hallo? Hör einfach auf, okay? Du hast keinen Geschäftssinn. Doch, als nächstes kommt ein Mädchencafé. Das wird passieren, ich schwör's. Geht klar. Geht klar. Mädchencafé. Ah, ist das der Typ? Mit dem man reden muss, um eine Mission zu machen? Der Typ ist so seltsam. Redet mit nur wie Result. Das bedeutet Ärger, das sage ich dir. Was steht da? Du kannst mich... Genauigkeit ist sehr wichtig. Ich schätze, deine Angriffe müssen treffen, damit sie es springen. Ach wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Karottenlager. Karotten, hast du Karotten? Ich liebe Karotten. Die Welt ist ein Paradies, solange ich Karotten habe. Wenn du Karotten findest, bring sie mir sofort. Ich gebe dir tolle Sachen dafür. Ich meine es ernst. Also, deswegen haben wir die Karottenhandschuhe. Also, wenn man ihnen sehr viele Karotten bringt, 1000 oder so, kriegen wir von einem Item, das uns im Kampf sehr gut weiterhilft. Irgendwie, dass der Schaden auf ein... Nein, dass wir so Set, also Kier-Angriffe, nicht so 24, 36 Kier verbrauchen, sondern nur ein Kier mal jeder Angriff verbraucht. Das habe ich so nachgelesen. Ich wollte mal wissen, was man... Achso, okay. Dann gibt's hier nichts mehr, oder? Oder kann ich noch weiter dahin? Ach, da geht's noch... Achso, okay. Okay, da ist Uranai Baba. Göttlicher Übergang. Knallwald. Östliche Hauptstadt. Berg Pauso. Schloss des Rinderteufels. Knallwald. Achso, okay. Das ist der Wald von Krillin. Wo soll ich jetzt noch hin? Ich könnte eigentlich noch ein bisschen rumexperimentieren hier. Soll ich eine östliche Hauptstadt oder soll ich eine Knallwald oder soll ich Pauzu? Ach komm, ich verzögere es nur. Ich gehe jetzt hier zu Uranai Baba. Babas Palast. Warte, irgendwie einer von... Wenn du einen Fähigkeitsparameter erhöhst, kannst du Strahlen und Ähnliches abfeuern. Cool, was? Was für Strahlen? Tja, weiß ich nicht. Radioaktive? Komische? Oh nein, hoffentlich keine komischen Strahlen. Von denen habe ich solche Angst. Ah! Ein Besucher, hey, bitte komm herein. Kamehameha-Fieber erlangt. Warte, ich will mir das gleich mal hier anschauen. Also, ich weiß nicht, was das genau das ist. Optionen. Okay, da nicht. Nein, da auch nicht, bestimmt. Reiskocher. Achso, da, damit kann man auch ein paar Sachen machen. Kommt, dazu kommt noch später alles. Der erhöht die Anzahl der verfügbaren Kapsel-Schnellzugriffe. Okay, danke, Bulma. Ich muss sowieso gleich einen Cut machen, aber erstmal alles untersuchen. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was mich jetzt... Was mir was bringt. Hallo, rede mit mir, Katze. Langsam, miau. Okay, hier ist nichts. Geh ich mal da rein. Warte, hier gab es irgendwie eine Ecke, was? Das weiß ich noch. Hier gab es irgendwas. Ich wusste es doch. Und du? Das ist für jeden ein Geheimnis. Ach ja, das hat man ja auch gesagt. Man findet da oben einen Geist, der uns irgendwie alles nur verschenkt oder so. Ein netter Geist, aber naja.
Aber im nächsten Part geht's weiter.